Hi, mein Name ist Jochen Stanzl und ihr bekommt jetzt mit diesem Video einen Auszug aus einer börsentäglichen Live-Sendung, die ich bei uns auf dem YouTube-Kanal mache, immer zwischen 9 und 10 Uhr. Schaut doch da mal rein, ansonsten jetzt viel Spaß mit diesem Video. Denn wir haben die Rallye seit Jahresbeginn endete mit diesem Dark Cloud Cover im April und Mai. Und diese beiden Monate bilden einen Widerstand ziemlich exakt bei 12.450 Punkten. Wenn wir einen Monatsschlusskurs bekommen über 12.450, dann wäre dieser Widerstand gebrochen. Und dann hätten wir die Chance, dass wir bis zum nächsthöheren Widerstand ansteigen. Und der liegt dann an dem Hoch von Mai 2018, also rein von der Candlestick-Chart-Technik her betrachtet, wäre dann Platz bis 13.205. Und dann der nächstgrößere Widerstand wäre dann das Hoch von November 2017. Und das ist dann gleichzeitig auch das Allzeithoch bei 13.534. Aber kann auch sein, dass wir scheitern an der 12.450 und wir dann eben im Verlauf des Oktobers damit zu tun haben. Entweder brechen wir aus oder wir prallen davon ab, werden also daran zurückgewiesen. Also 12.450, Schlusskurs da drüber, so deutlich drüber möglichst, wäre ein bullisches Signal für den Verlauf im Monat Oktober. Muss da auch.